Wir wurden hier auf die Autobahn A8 zwischen Wendlingen und Kirchheim-Teck-West alarmiert. Das Einsatzstichwort war VU3, das bedeutet mehrere eingeklemmte Personen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Person eingeklemmt war, der Fahrer eines Pkw, welcher mit ziemlich hoher Geschwindigkeit auf dem Lkw aufgefahren war. Wenn wir im Hintergrund sehen, das Fahrzeug ist sehr stabil. Allerdings haben wir die neuesten Rettungsgeräte, die hydraulischen. Dadurch konnten wir die Tür aufspreizen und große Schwierigkeiten gab es in diesem Fall nicht. Um die Tageszeit, sage ich mal, beziehungsweise Nachtzeit ist es kein Problem. Man sieht hier auch ziemlich viele LKWs. Die Rettungsgasse hat aber funktioniert. Die Feuerwehr Wendlingen mit 5 Fahrzeugen und 25 Kräften, unterstützt wurden wir von der Feuerwehr Könke mit einem Fahrzeug und 9 Mann. Da ist zuerst dieses mehrere Personen eingeklemmt worden. Ja, der Fahrer im auffahrenden Fahrzeug war allein im Fahrzeug. Er war eingeklemmt. Das Fahrzeug war schwer deformiert, sodass der Zugang zum Patienten recht schwierig war. Wir haben mithilfe der Feuerwehr einen Zugang geschaffen, den Patienten befreit. Er wurde erst versorgt und ist jetzt unterwegs in ein Krankenhaus. Aktuell kann man von lebensgefährlichen Verletzungen ausgehen. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen und einem Notarzt und einem Einsatzleiter vor Ort.